Die Blicke sind noch ziemlich müde an der heutigen Pressekonferenz von GC. Aber nicht nur das Göppspiel Schaffhausen an sich hat viel Kraft gekostet. Ja, wir haben schon ein bisschen gefeiert. Also jetzt nicht nur wegen gestern, sondern es ist einfach ein Abschluss, den wir jetzt haben, miteinander gemacht haben. Wir sind noch essen mit dem Trainerstab und haben ein bisschen gefeiert. Das muss auch sein. Ja. Nach dem Wintermeistertitel und der Qualifikation für den Göpp-Viertelfinal redet man bei GC von einer fast perfekten Hinrunde. Ja, glaub, das kann man sagen. Also mindestens, wenn man unsere Möglichkeiten anschaut. Ich glaube, es ist uns gelungen, unsere Möglichkeiten zu am Maximum auszuschöpfen. Ja. Dass man solche Töne bei GC anschlagen kann, ist aber auch nur dank dem knappen Sieg von gestern möglich. Nach einem wunderschönen Führungsgoal vom GC-Mittelfeldspieler Feltscher hat Schaffhausen kurz vor der Pause ausgleichen und das Resultat bis ins Penaltyschiessen heben. Dort hat es dann der GC-Goalie Roman Bürki mit 3 gehebten Penaltys überzogen. Die Frust bei den Gastgebern war natürlich riesig. Ja gut, die Enttäuschung ist sowieso gross, wenn man ausscheidet. Wir wollten weiterkommen, wir haben gewusst, wir haben eine Chance gegen GC, auch wenn sie Wintermeister sind. Wir haben gewusst, dass wir es gegen einen sehr starken Gegner zu tun haben. Aber ich glaube, heute hat man gesehen, dass keine Differenz im Spiel gesehen wurde. Und das macht mich natürlich sehr stolz, weil wir haben nicht nur entgegengehabt, wir haben sogar GC in Schwierigkeiten gebracht. Die Offensivlust der Schaffhauser hat GC wirklich ein Schleudern gebracht. Anders als der im Vorfeld viel diskutierte Platz. Ich habe ihn nicht so schlimm gesehen, muss sagen, ich habe ihn viel schlimmer erwartet. Also der war tipptopp ein Zustand für das, dass wir im Anfang Dezember sind und für das, dass so viel Schnee gefallen ist. Also ich muss sagen, ich habe gedacht, er ist viel, viel schlimmer. Dass das Feld in so einen guten Zustand hat gebracht werden konnte, hat man die Schaffhausen gross und klein mobilisiert. Und für den Platzwart ist klar, auch trotz Niederlage hat sich der Aufwand gelohnt. Ja, ich denke absolut. Oder? Ich meine, die Leute, die da waren, haben einen guten Fußballmatch gesehen. Und nein, man konnte auch planmäßig über die Bühne bringen. Und ich bin eigentlich froh, oder? Weil Mitte Februar weiss man auch nicht, wie das Wetter ist. Und nein, ich bin froh, dass das vorbei ist eigentlich. Und froh, dass jetzt zuerst mal Winterpause ist, sind auch die Spieler. Die geniessen jetzt nämlich ihre Ferien, bevor es dann im Januar wieder ins Training geht.